Bei der Suche nach einem praktischen Zugang zu Globalisierung kamen Schüler der Dreifürstenstein-Schule in Münsingen auf ein Thema, das jedem auf der Schule für Körper- und geistig Behinderte vertraut ist: die eigene Kleidung. Mir war es wichtig, dass die Schüler sich klar werden, wie Textilien hergestellt werden, was sie mit ihren Entscheidungen, die sie im Alltag treffen, auch bewirken können, im Guten wie im Schlechten. Der Besuch von Textildiscountern, intensive Unterrichtsgespräche, Filmbeispiele und der Blick in den Kleiderschrank dienten als Grundlage für einen eigenen Film zum Thema Billigproduktion. In ihrem Film mit dem Titel Die Vorstellungsrunde erleben die 8 Mädchen und Jungen als Arbeitssuchende verschiedener Nationen, wie die Textilbranche Preise drückt und Menschen oft nur als billige Arbeitskräfte sieht. Und dann haben wir da eben so einen Film daraus gemacht und haben dann diese armen Leute kommen lassen und haben die was gesagt, wie sie Geldvorstellungen haben. Herr Breger, jetzt kommt die Dame aus Deutschland. Ich möchte 1.200 € im Monat verdienen. Ist das Ihr Ernst? Herr Breger, jetzt kommt der Herr aus China. Ich möchte gerne 200 € im Monat. Das klingt schon besser. Dann ganz zum Schluss war es dann so wenig, dass der Manager das dann angenommen hat. Ich brauche mindestens 30 € im Monat, um zu überleben. Ich gebe dir 25 €. Dadurch, dass man sich in eine Rolle reinbegibt, kann man auch viel lernen, wie es jemandem in der Situation vielleicht gehen kann. Überstunden bezahle ich grundsätzlich nicht. Okay. Müssen deine Kinder aber auch mitarbeiten. Das siehst du doch ein, oder? Ja. Aber lass dir bloß nicht einfallen, krank zu werden. Ich habe diese Rolle eigentlich nicht so gemacht, zu spielen. Weil ich bin das eigentlich nicht so, die Leute so drunter zu machen. Der Celine ging es bestimmt schlecht in der Rolle, weil ich kann mir vorstellen, dass sie sich in der Rolle aber nicht wohl gefühlt hat. Ich finde, was sehr gut geworden ist bei unserem Beitrag, ist, dass das nicht total ernst behandelt wird, sondern dass die damit humorvoll umgehen und sich selber sehr stark da eingebracht haben. Neben den Szenen der Vorstellungsgespräche zeigen die 5- und 6-Klässler in ihrem Film außerdem, worauf man beim Kauf von Kleidung achten sollte und dass es außer fair gehandelter Kleidung noch viele weitere Alternativen gibt, wie man nachhaltiger mit Textilien umgehen kann. Da ging es dann wirklich darum zu suchen, was können wir machen. Also zum einen, dass man auf Logos achtet und dann aber ganz einfache Dinge, dass man die Kleidung länger trägt oder einfach auch mit jemandem die Kleidung tauscht. Dann ist es eine einfache Möglichkeit, da neue Sachen zu bekommen, ohne dass jemand dafür leiden muss. So. Ich habe gelernt, dass man die Sachen halt noch länger tragen kann, wie es manche Leute denken. Und dass es zum Beispiel so Sachen gibt wie die Tafel, wo man die Sachen dann auch noch hingeben kann und die anderen Leute das dann für wenig Geld kaufen können. Das Projekt Die Vorstellungsrunde ist ein wundervoller Beweis dafür, dass man auch mit wenig Mitteln, aber guten Ideen, nachhaltige Alternativen zum gewohnten Kleiderkonsum finden kann. Wo beginnt die Welt? Die Welt beginnt vor deiner Tür!